Ja, passt gut auf. Und im Rhythmus hört genau auf den Schlag der Trommel. Etwas mehr Respekt. Der Tanz ist eine heilige Handlung. Er öffnet euch eines Tages das Tor zur Welt der Geister. Wohl wahr, aber die Geister wollen sich doch auch gern mal ein bisschen amüsieren. Hey, ja, tanz mit uns. Jetzt geht es in die Richtung. Na los, müder Krieger, tanz. Hey. Das ist ja nicht auszuhalten. Es ist an der Zeit, dass wir Alten euch zeigen, wie man richtig tanzt. Na los, mach mit, buckliger Bison, auf, auf. Hey, hey, humma, hey, 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 humma. Das ist Rhythmus. Man fragt sich, wer hier eigentlich die Jungen sind. Hey! Nein, lass mich! Was hast du? Oh ja, das ist doch nichts für die müden Knochen. Lasst mich gefälligst in Ruhe, oder ich... Habt ihr das gehört? Was kann bloß so ein Geräusch machen? Donner? Hm? Nein, das ist eine Trommel. Unmöglich. Eine Trommel kann niemals so laut sein. Der Donnervogel. Wir haben ihn mit dem Tanz aufgeweckt. Wenn das so ist, wären wir in seiner Hand. Mit nur einem Flügelschlag brächte er uns Donner, Regen oder Sturm. Er ist unberechenbar. Sturm? Donner? Ich hab Angst, Yakari. Ich weiß. Was ist das? Es sieht nicht nach Gewitter aus. Lass uns der Sache auf den Grund gehen. Dich. Ich will dich nicht angreifen. Du musst mich da verstehen. Ich bin am Durchdrehen. Dieser Lärm macht mich verrückt. Du musst fliehen, Yakari. Es ist die einzige Rettung. Nicht zu fassen. Sogar der Luchs ist ganz verschreckt. Sonst hat er vor nichts Angst. Zu Recht, Yakari. Wir sollten auch umkehren. Schließlich dürfen wir doch auch mal Angst haben, oder? Aber wovor Angst? Klar. Es gibt keinen Grund, sich zu fürchten. Wir müssen erst wissen, was dahinter steckt. Um dann Angst zu haben. Honigtau! Yakari! Los, nicht trödeln, Honigtau! Honigmund, wo wollt ihr denn hin? Wir haben keine Zeit. Was? Du solltest auch weglaufen, Yakari. Schnell! Hey, warte! Jetzt hört doch mal zu, Freunde! Sie übertreiben. Es ist immerhin nur ein Geräusch. Na klar, es ist ja nur ein klitzekleines Geräusch. Woher kommt dieses Geräusch? Hallo! Geht da sofort Verzeihung, das ist meins! Die Flughörnchen. Hallo, Yakari! Oh, gib mir mein Fuchsfell wieder! Jetzt gibt's schon wieder!
ist denn? Ihr auch? Das Leben im Wald ist unerträglich geworden. Niemand mehr kann hier schlafen. Warte doch auf mich. Wenn das so weitergeht, wird bald kein einziges Tier mehr im Wald leben. Geist des Waldes, Donnervogel oder was auch immer. Ich will wissen, was dahinter steckt, kleiner Donner. Wir dürfen nicht zulassen, dass dieser Krach die Tiere vergrault. Aha, ich habe das Gefühl, das Geräusch kommt von hier. Fast so, als ob... Unmöglich. Das klingt wie ein Herzschlag im Berg. Warte da auf mich, kleiner Donner. Ich suche einen Durchgang. Wir brauchen Hilfe. Geh nicht allein. Ist ein Dickkopf. Aber er hat Mut. Es kommt von da. Nein, es ist völliger Unsinn, Angst zu haben. Ja, ich komme, Donnervogel. Was? Kleiner Dachs? Achtung, sei vorsichtig. Da ist ein... Ein Donnervogel? Es gibt keinen Donnervogel, Yakari. Hör mal. Krach, kleiner Dachs. Das Echo davon verbreitet überall Angst und Schrecken. Oh. Dann hast du das Getöse verursacht. Wenn dieses Getöse, wie du es nennst, nicht gewesen wäre, hätte ich wohl noch viele Monde hier festgesessen. Aber wie bist du hergekommen? Mir ist da was ganz Komisches passiert. Was meinst du damit? Na, das war so. Als sich beim Tanzen alle über mich lustig gemacht haben, fühlte ich mich von allen ausgestoßen. Ich war wütend auf den ganzen Stamm. Und weil ich so sauer war, musste ich meine Wut irgendwie loswerden. Hey! Hey, bleib hier! Nein, gib das wieder her! War furchtbar. Immerhin hatte ich die heilige Trommel verloren. Ich wollte sie also unbedingt zurückholen. Verzeih mir, du hast dich meinetwegen in Gefahr gebracht und trotzdem ist die heilige Trommel verloren. Mach dir nichts draus, wir sind gesund und das ist die Hauptsache. Ja, was machen die zwei denn da? Sie haben die Trommel kaputt gemacht.
gemacht? Können die denn gar nicht aufpassen? Gar nicht aufpassen können sie, nur kaputt machen. Ich freue mich so, euch wiederzusehen. Hörst du? Deine Trommel. Aber wie kann das sein? Ich habe das Gefühl, die Trommel ist doch nicht ganz verloren.